Hey, hey und damit herzlich willkommen zum Viertelfinale der NPBL Season 5 hier auf meinem Kanal. Ja, es geht ran gegen den guten alten Packe, gegen den wir schon letztes Mal gespielt haben, also vor 2 Wochen gespielt haben. Und ich muss ihm gerade wieder die U2-GIF schicken, die ich so liebe. Wird nicht einfach, sei jetzt einfach mal jetzt vorab. Also, nicht. Ja, ich bin noch bei der UGA. Warte, Kampfregeln, Doppelkampf, Kampfturmregeln. Ich wollte gerade wie bei der UGA gerade die Series 7, also die Regeln auswählen. Weil da ist es halt nicht so wie bei uns, weil dann, da kann man keine Spitznamen sehen. Wir müssen gegen Packe ran. Wir haben ein ähnliches Team wie letztes Mal, nur ein bisschen anders. Ich habe die Ingame-Musik ausge... Warte. Dann müssen wir diesmal, glaube ich, wirklich mit der Ingame-Musik spielen. Ich habe das komplett vergessen. In meinen Rank-Kloppe-Videos mache ich das halt immer so. Aber gut, dann sind wir halt diesmal anders unterwegs. Dann sind wir halt diesmal anders unterwegs. Keine Custom-Musik. Ja, das ist das Team. Soweit. Heute Morgen oder gestern Nacht kam ein Teambuilding-Video raus. Wir können ein bisschen spät, deswegen konnte ich es noch nicht hochladen. Ansonsten ist ein Poképaste in der Videobeschreibung. Mit meinen Switches, wie ihr seht, wir haben jetzt Nidoqueen und Fini im Team, für die, die es verpasst haben. Aber in meinem Teambuilding gehe ich nochmal kurz am Anfang drüber ein. Ja, ja. Diesmal leider keine Custom-Musik. Echt belastend. Ich habe das komplett vergessen, Leute. Aber machst du nichts. Dann machen wir es halt diesmal mit Ingame-Musik. Normalerweise mache ich das nicht gerne. So, ich bin gespannt, was er dabei hat. Oh, bitte kein Morlord. Oh, er hat kein Morlord dabei. Er hat aber... Moment mal. Er hat keinen Krug dabei. Aber... Ich glaube, meine Nidoqueen-Taktik geht trotzdem gut auf. Mit Katy Perry und Nidoqueen. Aber jetzt muss ich nur kurz überlegen, was ist denn so das Mon, was hier richtig gut durchgehen könnte? Ich glaube tatsächlich wirklich Gin and Juice und Fini. Oder ist Zapdos der Play? Zapdos, Max Airstreams. Also Fini möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Eigentlich. Sash Urshifu ist halt auch geil, ne? Aber ich muss, glaube ich, wirklich so rangehen. Ich kann halt einmal fake-outen und irgendwas rausbringen mit Nidoqueen. Das ist die Sache. Ich kann Scarf Earth Power einfach drücken, falls er Follow Me D-Dance drücken will. Er ist Weakness Policy Thunderous. Das heißt, ich muss... Weil ich denke das irgendwie wegen dem Ice Shard auf dem Gala Pantyboss tatsächlich. Deswegen muss ich Regirock mitnehmen. Weil ich dann mehr mit dem tanke. Und Zapdos halten wir dann für Game 2 vielleicht bereit. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er macht. In meinem Teambuilding-Video habe ich ja gesagt, das Matchup ist ziemlich even. Deswegen schauen wir mal. Und schauen wir mal, ob mit was er überhaupt liegt. Da trifft Zeppel ja auch nicht dabei. Auch interessant. Auch interessant. Dann have fun, mein Bruder. Rexokalypse und... Ja, er will... Er will Follow Me D-Dance, glaube ich, drücken. Deswegen, ich gehe, glaube ich, wirklich auf die Erdkräfte und, Mogelhiebe. Ja. Ja, das ist mein Play. Oh, er Dynamax Instant, okay. Okay. Es ist gut, dass ich Zapdos nicht dabei habe. Bin mal gespannt, wie viel das macht. Gucken, wie viel das macht. Wow. Ganz soliden Schaden. Dünner Erdstoß. Macht er wahrscheinlich auf Nidoqueen. Ähm.
stellt sich die Frage. Ich muss, glaube ich, instant Regirock Dynamaxen, damit ich da gut eine Chance habe. Ja. Ja. Ich gehe auf die Düner Stahlzacken. Und gehe ich auf den Verhöhner oder auf den Schmarotzer, ist die Frage. Ich glaube, ich gehe auf den Verhöhner. Oder ich gehe auf den Schmarotzer. Das ist auch so eine Sache. Nee, Verhöhner ist der bessere Play. Verhöhner ist der bessere Play. Bin mal gespannt. Dieses Tyrantrum Dynamax ist echt gefährlich. Aber ich weiß halt im Endeffekt nicht, wie viel er mir wirklich macht. Live-Up hat er nicht gezeigt. Live-Up hat er mir nicht gezeigt. Muss aber mit Rage Rock auf jeden Fall Dynamaxen. Wir sind ziemlich spedef. Wir sind ziemlich spedef. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall auf die Verteidigungsboots gehen. Eieiei. Werde ich auch erstmal Pixie rausmachen müssen, aber ich glaube, nee, wenn der Rillaboom in der Back hat. Ja, wir taunten den erstmal. Bin mal gespannt, was er macht. Vielleicht löst er eine Weakness Policy aus, das wäre eigentlich schon nice. Ja, wir verhöhnen den ganzen Kameraden hier. Und dann bin ich mal gespannt, was er macht. Düner Brocken. Was nehme ich eigentlich sogar, glaube ich. Ja, das killt uns natürlich instant. Barbiri kommt, aber das ist fein. Das ist fein. Weil wir stärken jetzt erstmal unsere Death Boost. Und wir gehen in Fini. Ich glaube, ich protecte einmal, damit ich da hingehend besser dastehe. Ich muss auf jeden Fall nochmal auf die Death Boost zurückgreifen. Das ist ganz wichtig. Und ich protecte erstmal mit Fini. Ja. Von ihm ist noch kein Mon gedroppt und das ist irgendwie schon sehr belastend. Vielleicht muss ich auch ein bisschen Early Pressure drauf böllern. Vielleicht muss ich ein bisschen Early Game Pressure. Ich habe halt die Befürchtung, dass sein Weakness Policy Dings ist. Tyrantrum ist. Leise Befürchtung, dass er sowas ist. Eine sehr leise Befürchtung, dass er sowas ist. Wir haben halt sehr viele Ressourcen verballert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich will die Death Boosts haben, weil er hat halt größtenteils eher physische Mons. Und da wäre es wichtig, wenn wir dahingehend die Death Boosts erkriegen. Ist jetzt Schutzschild ein? Setzt er Schutzschild ein, ist die Frage. Dünerbrocken. Ja. Auch nicht viel. Und was macht er? Zauberschein. Das macht uns nicht viel. Ja. Mann, nehmt der. Mal gucken. Und wir haben einen Death Boost drin, das ist fein. Ja, jetzt haben wir nämlich zwei. Okay, ich glaube, mit Fini sind wir schneller. Das heißt, wenn das Tyrantrum jetzt zurück Dynamax, können wir uns mit Rager komplett auf den linken Slot konzentrieren. Und dann gucken, dass wir eventuell noch die Mons gekillt bekommen. Wäre wichtig, wäre sehr wichtig. Das Tyrantrum pressert halt ungemein. Das pressert halt wirklich ungemein.
Da ist es gut gewesen, dass ich Regirock dabei habe. Und mit plus 2 Death Boost bin ich auch ganz gut dabei. Jetzt bin ich gespannt, was er reinbringt. Jetzt bin ich gespannt. Wenn es Thunderous ist, greife ich auf jeden Fall an. Flare Gasm, ja, das ist Cinder Ace. Ich glaube, Sprungfeder bringt ihm nichts. Ich glaube, es ist schon okay, wenn ich die Dynafaust hier hinklicke. Weil er geht nicht auf die Flugattacke. Er geht eher auf die Kampfattacke. Deswegen ist die Dynafaust hier gut. Mit Mondgewalt machen wir dieses Rexokalypse-Ding platt. Oh! Aber, warte, tanken wir das? Ist die Frage. Nur plus 1 Death. Das tanken wir nicht. Holy shit. Das ist gut. Geprept von ihm. Oh, warte mal. Das ist bad for us, glaube ich, oder? Das ist bad. Mit dem Mülltreffer hat er mich. Ich dachte, ich habe nicht an den Mülltreffer gedacht. Wir müssen so ein bisschen unseren Gameplan umändern. Wir müssen vor allem auf Rock Slide gehen. Damn. Hier ging es auch um Hit oder Miss. Frage ist, wie mache ich das dann? Game 2. Ich bezweifle irgendwie, dass ich das noch gewinnen kann. Außer er misst seinen High Jump Kick. Er kann nicht burnen. Gucken, was er macht. Kein Burn, kein. Achso, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Oh mein Gott, das ist huge. Trifft beide. Komm. Alright. Jetzt stellt sich die Frage, was in der Back ist. Aber ich glaube, Rillaboom? Ist Rillaboom in der Back? Sie Packele? Oh. Warte. Holt der Boy das jetzt? Wir lehnen uns jetzt zurück. Ah ja, Mogli, ich hätte vielleicht... Wie viel macht das? Gar nichts. Oh, fuck. Ah nein, meine Musik ist weg. Ah! Oh no. Oh no, Mister. My music is gone. I should have protected. I lost my mind. Sir, I lost my mind, man. Oh, dude. I have to go for the rock slide again. Muss ich den Rockslide wieder gehen. Ja. Ich hätte einmal protecten sollen. Ich habe da wieder den Friertrockner. Wie viel macht das, ist die Frage. Uiuiui. Kalima! Wow, der hat den so gut weggesteckt. Ich hätte einmal protecten sollen. Vielleicht ich auch einfach... Aber der war wahrscheinlich sowieso, denke ich. Ja, GG, das war ein ganz knappes 1-0. Ganz knappes 1-0, Game 1. Puh, wie machen wir das dann, Game? Wie machen wir das? Brauchen irgendwas Geiles. Champ. So. Wie machen wir das? Das Tyrantrum ist... Ich glaube, ich leade mit Cleopatra und Sash Urshifu, glaube ich sogar.
oder? Nee, ich mach dasselbe. Nur diesmal, glaube ich. Nur diesmal, glaube ich, fokus, glaube ich, das Pixie an. Oder ich lieg mit Urshifu. Ein Fake-Outer brauche ich auf jeden Fall. Ich könnte mir aber vorstellen, mit Urshifu sogar zu leanen, Mann. Oder? Macht er denselben Lied, ist die Frage. Also Rage Rock hätte ich schon sehr gerne dabei. Können wir aber echt vorstellen, Katy Perry und Cobra Kai zu leanen. Und dann mit Gin and Juice und Pliny wieder Work zu machen. Weil ich krieg ja dann schon safe einen Hit raus. Wobei, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich mache doch denselben Lied. Ja. Mach denselben Lied und dann gucken wir mal. Ich glaube, dann mache ich Instant Pixie weg. Falls er nochmal mit dem Ding liedet. Wenn er auf Protect geht, ist doof. Cuteless im Rexokalypse. Glaub ich, ich gehe dafür. Ja. Dann hoffe ich, dass er nicht Protect klickt, sondern Follow Me. Warte mal, im ersten Kampf habe ich doch Earth Power gedrückt und bin ich gespannt. Er darf jetzt kein Protect klicken, sonst ist das eine richtig beschissene Position für mich. Ja. Er darf jetzt auf gar keinen Fall Protect drücken mit Cuteless. Wenn er das macht, habe ich ein fick fettes Problem. Pixie's gone. Dünner Brocken? Okay. Er muss wieder ein Regirock. Und egal was reinkommt, den treffe ich, glaube ich, mit der Matschbombe sogar. Oder aber, wenn es Rillaboom ist, gehe ich in Fini. Und hebe mir noch Nidoqueen auf. Okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Okay. Er Fake-Out auf jeden Fall, aber... ich glaube, mit dem Düner Stahlzacken bin ich ganz zufrieden und ich glaube, ich kann halt wirklich in Pliny gehen. Für den Fall, dass er Fake-Outet. Ich glaube, Freeze-Dry wäre jetzt Bad-Case-Szenario. Also, in Zweifelsfall habe ich nochmal ein,
auch falls er auf Hypnose oder sowas gehen will, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, ob Fini das hier tanken kann an der Stelle. Wäre gut. Wäre gut. Ich kann es aber nicht garantieren, das ist halt das Problem. Bin gespannt, was er geht. Ja. Und er geht auf Dünner Erdstoß. In. Yes, baby. Das halten wir aus. Ich glaube, eine Dünerfaust wäre hier nicht schlecht und dann protecten wir erstmal. Ist der komplett bedeff, Mann? Das ist echt weird, Mann. Der ist Eviolite. Ha. Huh. Jetzt hätten wir einfach letztes Mal einmal protecten und Bodypress drücken müssen. Mhm. Okay. Die Frage ist, hat der Protect auf diesem Pixie? Hat der Protect auf diesem Pixie? Anscheinend ist er kein Weakness Policy, weil ich habe ihn ja mit Earth Power erwischt. Okay. Drum get on. Das hat er gut gecallt. Ich glaube, ich muss auf den Double Protect fast gehen. Hühnerbrocken hier. Ich glaube, mit Neo-Queen kann ich keinen überleben. Aber ich glaube, ich muss das Feld trotzdem wechseln. Ganz schwierige Kiste. Er ist aber Jolly auf jeden Fall. Ganz schwierige Kiste. Oh, können wir das noch irgendwie gewinnen? Ich glaube, dass ich Sash Ulti von ihm mitgenommen habe, ist ein Problem gewesen. Schwierige Entscheidung. Hält das? Nein. Wichtig. Wichtig. Er ist nicht beendet, das ist so wichtig gewesen.
Nee, ich muss doppelt angreifen. Weil ich gewinne mit Fini, wenn ich ihn doppelt angreife. Komm. Ich muss das Geräusch machen, sorry. Ja, Pferde stärken. Jetzt will er wissen, ob ich die Weakness Policy habe. Plus 1 killed, okay. Gut zu wissen. Wir sind nach wie vor das Item nicht, Alter. Okay, es geht auf ein Game 3 hinzu. Leute, es geht auf ein Game 3 hinzu. Und ich überlege fast schon, ob ich einfach mit Fini und Rage Rock leaden soll. Dann Urshifu in the back. Und schlussendlich, na, Zapdos nicht, aber vielleicht Nidoqueen als Late Game Scarfer. Was gibt's was Besseres als Champ? Kampfturm. Wir geben euch ein Viertelfinale, das ist verdient, Viertelfinale genannt worden zu sein, Leute. Aber was spricht denn gegen, wenn ich einfach die beiden leade? Und dann habe ich Sash Urshifu in the back. Eine gute Frage, was spricht denn dagegen? Pixie spricht dagegen. Pixie spricht eigentlich dagegen. Aber ich kann die Steel Spikes halt spammen, wie ich will. Und damit halt... Nee, eben nicht. Ich log das ein. Eigentlich habe ich mich verklickt, aber ich log das jetzt ein. Ich lead gleich mit der Strat. Dann gucken wir mal. Kennt ihr irgendwas von Fini? Weiß es gar nicht. Habe ich zu schnell eingeloggt? I don't know, man. Vielleicht hätte ich auch einfach, Schwierig. Es ist lustig, wir beide pressuren uns mit unseren Rock-Types. Unsere Electric Flying Types. Ist euch das aufgefallen? Weil er hat Thundurus auch nie mitgenommen. Genauso wie ich Zapdos nie mitgenommen habe. Huh, let's go, baby. Der alles entscheidende Kampf. Wer zieht ins Halbfinale ein und wessen Reise in der MPBL geht zu Ende? Oh, dude. Rex the Calypso und Drumgaddon. Oh, das ist eigentlich ganz fein sogar. Sehen wir aber erstmal, wessen Feld zuerst aktiviert wird. Ich glaube tatsächlich Rullabooms. Ja. Ich glaube, ich gehe auf den Max Steel Spike. Oder gehe ich auf den Dünerbrocken? Ich glaube, Max Steel Spike wäre besser. Gehe in den Slot, glaube ich, sogar. Und dann setzen wir einfach Icy Wind ein. Wenn er mich Fake Out, ist das fein. Krass, Alter. unsere Terrain-Setter-Lead und Rock-Type-Lead, der beide hard-pressured. Also, wenn das nicht theme-technisch ein geiler letzter... Ah, Leute, verdammt nochmal. Was? Ah. Was eine Situation, meine Damen und Herren. Ich gehe aber auf jeden Fall auf den Icy Wind. Er Dynamaxed. Dynamaxed ist ein Rillaboom, ist die Frage. Kann gut sein. Eieiei. Nein. Oh. Okay.
Fake Outed Affini. Fake Outed Affini. Hey, vielleicht Dinah warnen sollen. Spiele ich das wieder ein bisschen zu harsch? Ich glaube, ich spiele das wirklich ein bisschen zu harsch. Andererseits, was kann er mich überhaupt killen mit seinem Dinosaurier? Nein, Fernseher. Ich habe immer so einen eingebauten Timer, dass mein Fernseher nach einer Stunde ausgeht. Jetzt bin ich gespannt. Holzhammer, wir tanken das. Das war massig Schaden. Alright. Und Dünner Stahlzacken kommen. Das war heftiger Schaden. Dünner Gewitter. Ah, okay. Ja, Miss Fini leider tot. Jetzt stellt sich die Frage. Ich glaube, ich gehe tatsächlich in Urshifu. Und, drück Dünner Stahlzacken hier. Und ein Fenstertreffer oder ein Ironhead? Ich glaube, Ironhead wäre mein Play, falls Pixie reinkommt. Falls Pixie reinkommt, wäre Ironhead mein Play. Jetzt bin ich gespannt. Gott, bin ich gespannt. Fini wollte er unbedingt weghaben. Fini wollte er unbedingt weghaben. Aber nee, ich gehe auf den Ironhead, falls halt, wie gesagt, Pixie reinkommt. Ja, das sollte aber auch von der Range killen, locker easy. Ja. Die nach Stahlzacken kommen. Wir wissen, er ist nicht Weakness Policy. Wahrscheinlich ist er es auf Thunderous. Hat der Knuddler? Dünnerzauber, ja, hat er. Okay. Frage ist, was kommt jetzt rein? Mein Cinder Ace ist ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Ist es Cinder Ace? Ist es Cinder Ace? Ist es Liberlo? Oh, ist es Liberlo, Liberlo. Also auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, es ist keine Vernichtung keinerseits. Es ist so, wie ich es mir ausgemalt habe. Das heißt, so oder so haben wir ein echt sehr zufriedenstellendes Viertelfinale. Sehr zufriedenstellendes Viertelfinale. Also das muss man halt sagen. Das ist echt, ich finde, der Kampf ist echt sehr schön anzuschauen. Der ist echt sehr schön anzuschauen. Ich bin gespannt, wie die anderen sind. Flairgasm, yep. Du Gestalt kommst rein. Ich muss nur scharf nachdenken. Auf was wird er gehen? Geht er auf die... Er wird ja auf den Pyroball eher wahrscheinlich gehen, hätte ich gesagt. Oder auf den Nahkampf. Pyroball oder Nahkampf. Und in beiden Fällen wäre es, glaube ich, besser, wenn er auf den Tai Jump geht. Aber ich glaube, er geht eher auf den Pyroball. Ah. Das zu predicten ist immer eine Kunst an sich.
Mal gucken, was er macht. Okay. Okay, das hat er gut gemacht. Problem für ihn ist jetzt nur, wenn er jetzt runterkommt. Okay. Das hat er auch gut gemacht. Problem für ihn ist jetzt, wenn er runterkommt, er frisst einen fetten Rockslide ab. Das ist das Problem für ihn. And that's dead. Das heißt, ich kann ja eigentlich einmal Steinhagel drücken und eine Erdkräfte direkt vom Olymp. Hat wahrscheinlich den Protect. Okay. Was kommt rein, ist die Frage. I'm sorry, dude. I'm so sorry. I'm so sorry, man. Ich bin drauf gelockt, ne? Er hätte auf Ice Beam gehen sollen. Oh, das wäre besser gewesen. Shit! Hätte ich mir auf dem Ice Beam gelockt. Ich habe nicht gedacht, dass er Cloudtastic mitnimmt. Ganz ehrlich. Aber hat er gut gecallt dann. Boah, aber theoretisch kann es Rage Rock noch allein rausholen, ne? Oh mein Gott. Regirock hat... Danke. 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 Danke, 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 danke. Oh mein Gott, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Ich muss den Marcel machen. Oh mein Gott. Was heißt das jetzt? Bro. Bro. Come on. Der zweite hat nicht so gemacht. Der Crit oben drauf. Wow. Ja. Also, was soll ich sagen? Erstens, Dennis. Nee. Oder Big Relaxo. Dennis oder Big Relaxo. Einer von beiden. Einer von beiden. Ich komme euch holen. Die andere Sache ist, wir sind im Halbfinale, Mann. Und wir müssen entweder gegen G-Max Cole oder G-Max Liberlo, aber wir sind im Halbfinale. Wir sind im Halbfinale. Let's go, baby. Let's go, baby. Wir sind im Halbfinale, Mann. Das ist wild. Das ist wild. Das ist wild. Aber ich weiß halt nicht, wie sehr dieser Sprungfeder mit am Ende gemattert hat. Ich weiß nicht, wie viel der gemattert hat. Wie viel hat der gemattert? Wie viel hat er gemattert? Das muss ich mir nochmal mit Packe besprechen. Ich weiß nicht, wie viel das am Ende nochmal mit den ganzen Next gemattert haben. War halt schon sehr unlucky. Aber es war halt ein echt krasser Viertelfinalkampf. Holy shit.
Also, der war insane. Der war insane. Auf jeden Fall fettes... I'm sorry. Fettes CD anpacke, Alter. Ja? Wir haben noch eine Woche. Und müssen dann gucken, gegen wen wir spielen. Entweder gegen OG Dennis oder Big Relaxo. Entweder gegen G-Max Cole oder Psycho Feld und G-Max Livalo. Ja, wird beides geil. aber ja, wir werden es später sehen, wer dann weiterkommen muss. Und ich würde dann sagen, schaut auf jeden Fall bei Packe vorbei. Schaut bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nices Live. Macht's gut.